Hallo ihr Lieben, so, hier, neuer Monat, neuer Stoff des Monats. Ja, also, ihr wisst ja, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, einen Beitrag oder eine Story, dass wir ja heute natürlich wieder einen neuen Stoff des Monats haben. Und wenn ihr unseren Terminkalender verfolgt und wisst, welche regelmäßigen Termine wir haben, dann wisst ihr auch, dass ich heute mit euch was daraus nähe. Zusätzlich ist aber auch bei Kaizu Online-Kurse, da haben wir, oder wir Design-Näherinnen, haben wir sonst immer ein Monatsmotto vorgegeben. Ihr konntet dazu was nähen und dann gab es eine Auslosung. Das haben wir aber jetzt geändert. Und zwar ist es jetzt so, dass wir Design-Näherinnen natürlich immer noch ein Motto vorgeben und dann euch aber nicht das fertige Kleidungsstück präsentieren, sondern euch bei der Entwicklung einfach mitnehmen. Sei es wieder über ein Live-Video, über Beiträge, über Fotos oder normales Video, wie auch immer. Das ist dann in der Kaizu Online-Kurse Family-Gruppe zu finden. Da ich heute aber ja sowieso nähe und sowieso live bin, war ich jetzt einfach mal so frei, diese zwei Sachen zu kombinieren. Und ich denke, das ist für euch kein Problem. Denn mein Monatsmotto bei den Designnäherinnen von Kaizu Online-Kurse wird jetzt das Easy Peasy sein. Einfach, weil es ja quasi ein Neustart ist von diesem Konzept, das wir jetzt gerade haben. Und auch wenn man neu anfängt zu nähen, für sich selber Kleidung zu erstellen, ist das Easy Peasy auch ein super Start. Und das passt einfach sowieso immer. Es hat so viele Möglichkeiten, was man daraus machen kann. Deswegen wird mein Monatsmotto bei den Designnäherinnen von Kaizu Online-Kurse ein Easy Peasy sein. Ich werde euch dann einfach gleich ein bisschen mitnehmen, was ich denn vorhabe, was ich denn nähen möchte, also wie ich es möchte, was mir meine Vorstellungen sind, wie es am Ende aussehen soll, denn, Trommelwirbel, es soll diesen Monat sogar fertig werden. Das heißt, Ende des Monats möchte ich euch das fertige Kleidungsstück präsentieren. Das ist ja bei mir eher selten. Da warten noch ganz, ganz viele Sachen, die auch noch fertig genäht werden wollen. Aber dieses soll fertig werden, damit ich euch am Ende natürlich das präsentieren kann. Ich werde mit euch Zwischenschritte vielleicht, ich weiß es noch nicht, ob ich das live mache oder einfach nur per Fotos mache. Das könnte natürlich auch sein, weil das erste Video ist ja jetzt hier live. Da gucken wir mal. Aber im Laufe des Monats werdet ihr das öfters mal sehen. Und am Ende dann ganz bestimmt auch fertig angezogen. Mit schönen Fotos. Da freue ich mich schon sehr drauf. Super, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Und auch für dich, Rosemarie, sehr schön, dass du auch da bist. Und ja, also, aber zuallererst habe ich jetzt mal hier nur 5 von den Stoff des Monats Stoffen hier liegen. Es wird doch wohl blau. Nein, es wird tatsächlich kein Blau. Tatsächlich mal nicht. Ich habe einfach geguckt und ich habe geschwankt zwischen dem und dem und ich habe jetzt einfach mal ohne zu gucken gedacht, so komm, du nimmst jetzt mal was völlig anderes und es wird jetzt auch was völlig anderes, aber das wird schon mal was anderes, mal kein Blau. Aber tatsächlich war ich auch schon wieder bei dem Einstoff, der blau ist, habe gesagt, komm, geh mal aus deiner Komfortzone raus, mach mal was anderes. Deswegen habe ich jetzt was anderes gewählt. Also ich habe oben in der Videobeschreibung auch nochmal den Link von dem Stoff des Monats. Ja, ja, genau, das mache ich. Ich verlasse die Komfortzone. Genau, den Link habe ich nochmal oben in der Videobeschreibung drin. Ansonsten findet ihr das auch, also immer den aktuellen Stoff des Monats findet ihr bei uns auf unserer Homepage. Da seht ihr oben ja die ganzen mit Shop-Stoffe, so die ganzen verschiedenen Kategorien. Und da ist eine Kategorie bei mit Stoff des Monats. Und da könnt ihr drauf gehen. Da steht das auch nochmal beschrieben, was der Stoff des Monats ist. Entweder klickt ihr auf das Bild oder den Link. Und dann werdet ihr direkt weitergeleitet zu den Stoffen, die im Angebot sind. Diese Sweatshirt-Stoffe hier sind jetzt nämlich gerade für 8,90 Euro zu haben. Und ich habe auch schon gesehen, ihr habt fleißig bestellt. Auch schon fleißig gesammelt. Das geht natürlich auch, denn am Wochenende ist ja auch schon wieder Super Sale. Also ganz, ganz viel Action und viel los hier bei uns im Moment. Und ja, wenn ihr irgendwo durcheinander kommt, fragt mich gerne, kein Problem. Durch die Stoffe von Stoffjunkies nehme ich auch mal was anderes als das fröhliche Schwarz. Na, siehst du, das ist doch sehr schön. So, okay, also ich fange mal eben an, damit das nicht zu lange wird, habe ich, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl, nur von den Stoffen, wo wir so ein bisschen mehr haben. Noch
denn ihr seid schon fleißig am Shoppen. Ich weiß nicht, wie lange dann der Vorrat reicht. Nachbestellen werden wir davon auf jeden Fall nichts. Da kann ich euch jetzt schon mal Bescheid sagen. Ihr braucht mich nicht fragen. Nein, wir bestellen davon nichts nach, denn wir sind jetzt hier quasi ja noch im Abverkauf. Wir müssen die Regale leer haben, damit wir endlich den kompletten Wechsel zur GmbH haben können. Also, wenn ihr davon Stoff haben wollt, schlagt jetzt zu. Das wird auch beim Supersale nicht günstiger. Also darauf braucht ihr nicht warten. Also entweder lasst ihr euch das direkt zuschicken oder ihr geht Sammeln an, dann wird das nach dem Supersale mit eurer Supersale-Bestellung verschickt. Also da habe ich auch schon ganz oft erklärt, auch bei Facebook, ganz oben ist angepinnt, wie das Sammeln funktioniert. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. So, dann drehe ich einmal um und zeige euch mal eben die Stoffe hier. Ich fange mal eben hier an. Also die Sweatshirt-Stoffe sind alle innen weich, also angeraut. Die sind flauschig auf der Rückseite. Jetzt habe ich hier natürlich die Dings in der Hand, Stativ. So, einmal ist dehnbar, aber nicht bielastisch, also nur querelastisch. Hier haben wir schöne, ja, so eine Blätter, Herbstblätter drauf, auf blau melierten. Sieht auch sehr cool aus. Das war erst meine eine Wahl, die ich sonst gerne genommen hätte. Aber ich habe mich ja jetzt für was anderes entschieden. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Auch durch dieses Melierte im Hintergrund finde ich das super schön. Und der Stoff hat die Artikelnummer 18619-690. So könnt ihr nämlich auch die Artikelnummer gut sehen. Dann haben wir hier was mit kleinen Streublümchen. Auch sehr süß. Kleine Blümchen und Zweige dazwischen. Auch mit dem blau melierten Hintergrund. Und der hat die Artikelnummer, einmal auf dem Kopf. Ups. 18613-690. Jetzt, wo ich Manuela sehe, ich glaube, Manuela, du bist es ja immer, die immer schön dran erinnert zu teilen. Teilt doch gerne auch dieses Video. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr das immer schön teilt. Und dann sind ja einige vielleicht auch noch rechtzeitig dabei, wie ich dann gleich anfange zu nähen. Ich schaue mit einem Auge zu, habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Meine dement 15 Jahre Hund wollte nicht schlafen und war sehr unruhig. Och Mensch, ja, das ist natürlich immer schade, ne? Ist das blau oder grau? Das ist blau. Also ich sehe bei meinem Handy auch, dass es blau ist, aber es ist so ein helleres Jeansblau. Also auch, seht ihr das hier vielleicht besser? Also sie sind beide gleich. Genau, hab auch schon geteilt. Super gut. Dankeschön, Manuela. Genau, also das ist definitiv beides blau. Und auch hier die Crocodiles. Hat Svenja ja gestern in dem hellen schon gezeigt für Amy. Da hat sie ein tolles Set rausgekriegt und deswegen habe ich jetzt hier einfach mal das Blaue mit hingeholt. Mit kleinen lächelnden Krokodilen. Warte, ich drehe mal eben das Stativ um. So, damit ihr sie auch einmal richtig rumseht. Kleine süße lächelnde Krokodile. Es sieht grau aus, ne? Das ist ja interessant. Also es ist aber definitiv ein Blau. Mal gucken, wenn ich irgendwo näher dran gehe. Seht ihr dann? Also es ist so blau-grau meliert, aber das ist hier ist definitiv ein Blau. Vielleicht sieht man das hier gleich mit dem hier. Ja, guck mal, jetzt sieht das blau aus. Aber so dunkel, wie es jetzt gerade bei mir auf dem Handy ist, ist es nicht. Es ist heller. Mal gucken. Seht ihr das jetzt blau? Bei mir alles grau. Also jetzt müsste das eigentlich blau sein, aber es ist, wie gesagt, bei mir gerade auf dem Handy kräftiger, wie es tatsächlich ist. Es ist so ein helleres Jeansblau. Jetzt, ja. Super. Dann seht ihr hier jetzt auch noch mal bei den anderen drei im Vergleich besser. Na, siehst du, super. Ja, jetzt ist es mehr blau. Super. Dann ist doch gut. So, die Krokodile haben wir auch einmal auf dem Kopf. Haben die Artikelnummer. Na, einmal scharf stellen bitte. Ups. 18615-690
Und wie gesagt, wenn ihr eingibt 18615, also ohne das, dann seht ihr auch die andere Farbnummer und könnt dann auch das andere auswählen. Die beiden haben wir nur im Blau. Die Bärentatzen weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir noch eine andere Farbe da haben. Und ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht, ob dieses Stück hier auch schon verkauft ist, weil wir haben ja auch Sammelbestellungen. Aber ansonsten, wenn noch was davon da ist, wären das einmal hier so ein Bärentatzen in beige meliert. Der graue mit den braunen Blättern ist nicht im Shop. Der graue, du meinst den, also den blauen, der hier. Doch, ich meine, der ist definitiv, der ist auf jeden Fall im Shop. Der ist eigentlich drinne. Also kann ja gerne mal einer mal von euch nachgucken, aber ich hatte eigentlich alles nachgesehen und das war alles im Shop. Genau, so, mit den Bärentatzen ist einmal diese Artikelnummer. Gestern war er drin, heute Nacht habe ich auf jeden Fall diesen Stoff gesehen. Na, siehst du, da war ich jetzt auch der festen Überzeugung. Ist drin, gut. Dankeschön, ihr Lieben. 18311 wäre der Stoff mit den Bärentatzen und 015 in diesem Cremeweiß hier. So, dann haben wir hier noch ein Leoprint. Wir haben ihn einmal in so einem Grau und auch noch mal in heller. Die sind alle angegraut, weich auf der Rückseite, haben alle so das gleiche. Dankeschön für den Link. Und der hat die Artikelnummer 18612-960. Ja, und dann dürft ihr mal gucken, was ich hier hingelegt habe. Und zwar diesen Stoff hier. Habe ich auf jeden Fall öfters hin und her überlegt, ob der was für mich ist. Ja, nein, vielleicht. Ich werde es jetzt aber einfach nähen und dann wird der schon gut sein. Das denke ich mal. Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Mal nicht blau. Und dann bin ich mal gespannt. So, ich habe mir hier das schon alles soweit vorbereitet. Dann drehe ich euch mal um. Oh, Rosi ist da fleißig am. Ah, na? Ich habe geguckt. Du hast Ich noch habe gerade geguckt. bestellt. Du hast bestellt. Sie hat nämlich Ja. gerade noch gesehen. Oh ja, den wolltest du auch noch haben. Ja, genau. Dann kannst du mir den ja mal eben rübergeben. Weil da war nicht mehr so viel da, habe ich zu Nee. Rosi gesagt. Und Als ich dann. geguckt habe, waren 16 Meter noch drin. Ich habe 1,50 Meter, da war wieder auf dem Ball Ja. und passt doch, ne? Na, perfekt, das ist doch gut. Und dann hat sie gleich gesagt, oh, da muss ich mir ja noch mal schnell was sichern hier, bevor das weg ist. Also, das ist einmal die eine Farbe in 960 und die andere Farbe sieht dann immer so aus. Das ist ein bisschen Was goldlich ist das? gelblicher, aber da seht ihr, glaube ich, ganz gut den Unterschied. 421. Und der Leo-Stoff ist so schön und mega kuschelig. Ja, da freue ich mich jetzt auch drauf, dann werde ich jetzt schön was Brauchst für ihn nähen. du? Genau, das ist einmal die Nummer. Einmal. 18612-021. Super, danke schön. So, dann hast du hier deinen gesicherten. Gesichert. Gesichert, Gott sei Dank. Das geht hier manchmal ganz schnell. Ganz schnell geht das hier. So, okay, ihr Lieben. Dann werden wir hier mal so ein bisschen loslegen. Und zwar. Easy peasy. Wer von euch kennt noch kein Easy Peasy? Also, das ist ein kostenloser Kurs bei Kaizu Online-Kurse. Ist ein perfekter Einstieg, wenn es darum geht, wenn man für sich selber Kleidung nähen möchte. Eben weil das im Prinzip so ist, man kann sich so auf dem Stoff legen, malt einmal so um einen herum und zack hat man das Schnittmuster quasi fertig. Aber man nimmt natürlich dann bestellt. Sehr gut. Man nimmt dann natürlich Maße, man hat aber keine Armkugel. Das ist quasi, hier ist der Körper. Ich drehe das mal eben um. Ihr kennt das noch nicht. Na, dann wird das aber mal Zeit hier. Also, hier haben wir den Körper und der Ärmel ist einfach angesetzt. Wir haben keine Armkugel, also Armkurve, keine Naht hier, wo wir dann viel anpassen müssen. Es ist quasi einfach das einfachste Shirt, was man machen kann. Es ist keine Maßanfertigung, eben weil man hier jetzt die Armkurve nicht hundertprozentig auf sich angepasst hat. Es ist ein kostenloser Kurs von Kaizu Online-Kurse. Jetzt habe ich auch, fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, ihn oben zu verlinken. Das mache ich gleich. Also wenn ich mit dem Live zu Ende bin, verlinke ich das auch nochmal. Ansonsten bei www.kaizu-onlinekurse.de einfach easy eingeben, da wird dir auch schon mehr angezeigt. Von dem die Nummer, sorry, habe ich nicht mitbekommen. Von diesen hier
ist die 18612-960. Dankeschön, Rosemarie, fürs Teilen. Also, und aus diesem Grundschnitt von dem Easy Peasy quasi kann man so viel machen. Ich habe ganz viele meint, wenn ich T-Shirts mache, ist es eigentlich immer nur ein Easy Peasy. Weil, also klar, man hat hier dann Falten, je nachdem wie viel Stoff man hat. Man kann hier Fledermausärmel draus machen. Es gibt ja auch einen Designkurs Easy Peasy, der auch jeden Cent wert ist. Da haben wir, oder hat Svenja Blusen gemacht, Jacken gemacht. Ich habe ein Wickelshirt gemacht, wir haben verschiedene Teilungen eingearbeitet. Wir haben hier, ich habe hier oben Streifen reingesetzt, ich habe hier Teilungen gemacht, ich habe Querbeet-Teilungen gemacht, einen asymmetrischen Ausschnitt, vorne kurz, hinten lang und alles ist da einfach möglich. Also wenn ihr wirklich mal was Schnelles zwischendurch haben wollt, guckt euch den Easy Peasy Kurs an und dann geht ruckzuck. Also ich nähe ganz viel, einfach nur ein Easy Peasy. Easy Peasy Kleid, Easy Peasy T-Shirt, Easy Peasy Hoodie. Denn meine Idee ist dazu, dass ich da eine Kapuze dran mache. Dann wahrscheinlich, ja, werde ich mal gucken. Das kann ich dann ja hinterher immer noch machen. Eine Bauchtasche drauf. Da lasse ich mich nochmal inspirieren, wenn wir soweit fertig ist. Wer hat die Nummer? Welche Nummer? Von diesem Stoff hier? Soll ich es nochmal sagen? Ich weiß es, glaube ich, gleich auswendig. 18612-960. Hat das ausgereicht, Kerstin? Hast du sie dir notiert? Ansonsten findet ihr es, wie gesagt, immer unter Stoff des Monats. Und da sind ja jetzt nicht so viele drin. Es ist eine Seite und dann seht ihr es eigentlich auch relativ schnell. Das ist kein Problem. Ich bekomme das Schnittmuster nicht aus dem Warenkorb zum Bezahlen. Das heißt, ich muss nicht bestellen. Bekomme ich sowieso. Dieses Schnittmuster kannst du nicht selber kaufen. Das ist ein Kurs. Und den kannst du für, ja gut, den kaufst du dir für 0 Euro. Aber da musst du dich dann an Kaizu Online-Kurse wenden, weil da weiß ich nicht, wieso, weshalb das oder woran das liegen könnte, dass du ihn dir nicht kaufen kannst. Also du musst ihn dir kaufen für 0 Euro. Der ist aber auf jeden Fall, hast du ein Kundenkonto zum Beispiel, hast du dir das angelegt, dann das brauchst du, damit es da ja auch hochgeladen werden kann. Also da wende dich dann an den support@kaizu-onlinekurse.de. Dankeschön, Anja. Das ist schön. Genau. Also, und Easy Peasy ist auch, man kann das auch so nähen, dass man hier oben gar keine Schulternaht hat, sondern wirklich nur diese Naht hier, einmal links und einmal rechts. Und natürlich dann Bündchen und Säume sowas, ne? Aber ansonsten, dass man hier oben gar keine Naht hat. Dadurch, dass ich jetzt aber lange Ärmel haben möchte, werde ich das einmal vorne und einmal hinten zuschneiden, weil wenn ich hier jetzt dann meinen Bruch habe, habe ein Kundenkonto, ja, dann weiß ich es im Moment leider nicht genau, wo da vielleicht das Problem sein könnte, Carmen. Dann, wie gesagt, schreib bitte einmal an Kaizu Online-Kurse, damit sie dir da helfen können. Ich weiß nicht, ob Angela gerade hier ist, aktiv, ansonsten kann sie dir vielleicht auch helfen. Aber ich kann dir da im Moment leider nichts Genaues zu sagen. Das tut mir wahnsinnig leid. Genau, so, also ich habe hier aus Papier, ich habe das meistens, also ihr könnt einmal einen Langarm machen, dann könntet ihr hier quasi immer abknicken, wenn ihr einen kurzen Arm haben wollt. Das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt hier einmal lang. Es ist so rum elastisch. Weil so rum ist er ja nicht und ich möchte ja in die Breite mein Shirt haben. Dann lege ich das hier, oben ist mein Bruch an der Seite, dann lege ich da auch mein Schnittmuster an. Und ich habe jetzt hier in diesem Schnittmuster habe ich nur einen Ausschnitt, egal ob das jetzt vorne oder hinten ist. Ich werde dann einfach gleich, wenn ich die eins davon ausschneide, einfach meinen Halsausschnitt vorne ein bisschen vergrößern. Alles so zum Thema Schnittmuster, Anpassungen und alles, was weitergeht, findet ihr immer bei kaizuonlinekurse.de. Da ist alles dazu, da gibt es ganz viele Kurse. Wir haben im Moment aber auch eine DVD, Schnittmuster perfekt anpassen für Oberteile im Angebot für 19,90 Euro anstatt über 300 Euro. Guckt euch das auch gerne einmal an, einfach bei uns in die Suche DVD eingeben oder unter Schnittmuster findet ihr die, glaube ich, auch.
Und ja, also alle, die das noch nicht kennen, Calcio Online-Kurse ist alles dafür und da gibt es dann ganz, ganz, ganz viele Details. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. So, okay, dann lege ich mir das hier jetzt einfach mal auf. Natürlich gucken, dass ich jetzt hier nicht so viel Verschnitt habe. So, hier meine Ärmel, weiß ich, dass ich sie auf jeden Fall länger machen kann. Da ist jetzt hier aber auch nichts, also ich habe mir auf meinem Schnittmuster, ich muss das sowieso mal neu machen, einfach damit ich dann diese Zentimeter, die ich hier verlängern muss, auch schon direkt drin habe, aber hier passt es jetzt. Dann kann ich das hier einmal einfach nur verlängern. Ich weiß, dass ich meistens ja mit einem Jersey aus dem Stoff habe. Der Sweatshirt-Stoff ist aber ja auch ein bisschen dicker. Das heißt, ich werde hier bei dem Ärmel einfach ein bisschen mehr dazugeben, weil ich möchte ja einen lockeren Hoodie haben. Ich möchte das jetzt nicht zu eng haben, wie jetzt beim Jersey zum Beispiel. Wenn ich da was Engeres haben möchte, mache ich das lieber erstmal ein bisschen breiter. Wenn es mir doch zu breit ist oder zu weit ist, kann ich es immer noch wieder enger machen. Aber ich weiß ja jetzt noch nicht, ich habe den Stoff zum Beispiel noch nicht vorgewaschen. Das solltet ihr natürlich auch immer vorher machen. Die CD ist super, die DVD ist toll, seitdem bin ich nicht mehr zu stoppen. Sehr schön, das ist doch cool. Genau, also ich habe den Stoff noch nicht vorgewaschen. Mache ich zu Hause privat natürlich sonst auch immer, dass ich immer alle Stoffe vorwasche. Dieser hier ist aber noch nicht vorgewaschen, deswegen lasse ich es alles ein bisschen breiter. Und eben auch, weil ich dann gucken möchte, wie weit ich das dann haben möchte. Denn ihr wisst ja, abschneiden geht immer. Wenn ich das jetzt schon zu eng mache, kann ich danach einen Streifen reinmachen, um das nochmal verbreitern. Aber das ist dann alles nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Deswegen mache ich es hier gleich einfach ein bisschen breiter und kann dann ganz zum Schluss einfach lieber nochmal ein bisschen was abschneiden, bevor ich es jetzt einfach zu eng habe. Das ist meine ganz einfache Überlegung. Ich weiß eigentlich, dass ich so gut reinpasse, aber ich weiß ja nicht genau, wie der Stoff sich verhält. Es ist ja meistens oder oft auch so, dass wenn ich jetzt Jersey habe, obwohl der ist schon wirklich gut dehnbar, aber ich bin immer sicher ist sicher, abschneiden geht immer. So ist immer meine Devise und deswegen werde ich das jetzt hier auch so machen. Genau, so, dann habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar? Kann ich euch irgendwas noch dazu sagen? Zu dem Easy Peasy an sich. Oder ist das alles soweit verständlich gewesen? Ansonsten fragt mich gerne einmal nochmal. Genau, ist einmal lang genug. Kann aber auch nur ein Bündchen unten dran setzen. Reicht es denn an der Schulter? Wie meinst du dann, das reicht an der Schulter? Meinst du, ob hier genug Stoff dran ist? Also ich werde auch hier ein bisschen verlängern, also verbreitern hier. Eigentlich weiß ich, dass es locker genug ist, aber mit dem Stoff bin ich mir da unsicher. Ich will es dann ja auch erstmal waschen. Deswegen werde ich auch hier, ich werde hier gleich einmal schneiden und auch hier ein bisschen mehr dazugeben. Meintest du das, Carmen? Hier ist auch meine Schulter ein bisschen leicht angeschrägt. So, ich fange jetzt hier einfach mal schon mal an zu schnibbeln. Hier mache ich gleich einmal eben nur, wo ungefähr ich meinen Ausschnitt vielleicht mache. Das mache ich gleich, wenn ich das einmal rangezogen habe. Ist der bielastisch? Nee, der ist nicht bielastisch. An der Schulter keine. Meine Schnittmuster sind schon mit Nahtzugabe. Genau. Also der ist nicht bielastisch. Genau, deswegen, eben weil der nicht bielastisch ist, deswegen ist er hier auch, der ist ja so elastisch, also so rum. Wenn ich hier am Handgelenk, müsste er ja quasi, hier brauche ich ja, wenn ich hier so mache, brauche ich es ja eigentlich so rum elastisch. Das ist nämlich da auch ein Grund, weswegen ich das so mache, dass ich das hier auch verbreite. Eben damit ich dann hier auch genug reinkomme. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon gucke, meine Handfläche passt so da drauf.
sollte kein nicht das Problem sein, dass ich da reinkomme, aber aus diesem Grund mache ich das sowieso, dass es dann breiter ist. Und auch diese Kurve hier, das kann ich dann alles immer noch mal anpassen. Jetzt gucke ich, dass ich hier nicht ganz so viel verziehe, weil ich brauche das gleich hier, um das da wieder aufzulegen, weil das Papierstückmuster bringt mir jetzt ja nicht so viel, weil ich jetzt da hier freihand einfach noch was dazugegeben habe. Deswegen muss ich natürlich immer beiden Seiten das gleich zu haben, dieses Schnittteil nutzen, um meine andere Seite, also meine hintere Seite dann auszuschneiden. So, das ist dann einmal vorne. Warum machst du das nicht ohne Schulternaht? Weil ich das so vom Legen hier von dem... Also, wenn ich das ohne Schulternaht machen möchte, muss ich es dann nochmal so rumlegen. Kann ich natürlich. Aber ich habe es jetzt so rum gemacht, um es einfach euch noch verständlicher zu machen, weil es ist dann gerade, wenn ich anfange und ihr kennt das Easy Peasy noch nicht, ist es immer noch mal kompliziert, wenn ich das jetzt noch mal falte, das nachzuvollziehen. Und ja, das ist eigentlich so der einzige Grund gerade. Aber das könnt ihr natürlich ja auch beim kostenlosen Kurs alles nachgucken, wie man das vierfach faltet und dann auch ohne Schulternaht hat. Wie komme ich denn dann genau dieses Schnittmuster? Gratiskurs von Easy Peasy. Ist dann einer von euch so lieb und würde einmal den Link sonst reinsetzen? Kann man sammeln, denn am Wochenende ist das so passiert. Ja, natürlich kannst du sammeln. Genau, Easy Peasy erstellt man sich da nach seinen eigenen Maßen. Ich habe quasi, meine Maße sind Brustweite, Taille, also Hüftweite. Und dann brauche ich Oberarmumfang, Handgelenksumfang, fertig ist das Schnittmuster. Kann man sammeln? Dann ja, genau, man kann sammeln, Christa. Das ist gar kein Problem. Genau, wenn sonst einer, sonst hole ich gleich mal eben mein Handy und füge das ein, den Link. Aber auch gleich, wenn ich hier oder wenn ich im Live fertig bin, werde ich den Link auch nochmal reinfügen. Ich habe da gerade aber nicht dran gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Gucke ich gerade mal, ist das egal? Ja, ich lege das jetzt einmal so rum, nicht aus irgendwelchen bestimmten Gründen, also wegen des Schnittmusters, das ist egal, aber ich habe dann hier einfach nochmal die Fläche. Ich hole euch eben, warte, ich gehe eben weiter zu euch. Da gucke ich jetzt hier einfach mit dem Muster, ob das funktioniert. Weil wenn ich jetzt hier was habe, was eine Kopfrichtung hat, also eine Gesichtsrichtung, dann geht das natürlich nicht. Aber bei dem hier geht das eigentlich. Dass ich das so und so rumlegen kann. Weil die ganzen Prints hier sowieso in alle Richtungen gehen. Und dann habe ich hier einmal diese große Fläche, weil wenn ich das jetzt andersrum lege, habe ich hier ja mein Ärmel und habe eine kleinere Fläche. Und hier habe ich jetzt einfach eine größere Fläche. Und da ich ja auch noch meine Kapuze machen möchte, ich habe hier zwar jetzt auch noch was über, aber das kann ich dann ja sonst vielleicht noch für was anderes nutzen. Deswegen habe ich dann jetzt hier, da passt locker meine Kapuze rein. Habe dann diese Fläche hier, um eine Kapuze zu machen.
Und deswegen mache ich das jetzt so rum. Ist das soweit verständlich? Genau, Dankeschön Susanne, Dankeschön Alexandra, da habt ihr ja mal den Link dazu. Perfekt, ihr seid ganz viele Schätze, seid ihr. Wenn du die Schulternaht abgestrickt hast, kannst du das ja eh nicht ohne Schulter. Genau, wenn ich sie abgestrickt habe, kann ich das auch nicht unter Schulternaht machen, aber es wäre dann ja nicht schlimm, wenn ich das jetzt auch so gemacht hätte, ich das einfach begradigt und fertig. Dann sagen wir, bist ja, das ist wirklich ein easy peasy, guck da mal wirklich rein. Muss man das irgendwo kommentieren, dass man sammeln möchte? Also, wenn du sammeln möchtest und in die Anmerkung reinschreiben, sammeln. Wir haben aber auch bei uns auf der Facebook-Seite ganz oben angepinnt die Beschreibung zum Sammeln. Da steht ganz genau drin, was du machen musst. Also, du musst ganz normal bestellen, mit Versandkosten, mitbezahlen und, Entschuldigung, unter Anmerkung schreibst du sammeln rein, sammeln Start. Wenn das deine erste ist und wenn du dann nochmal bestellst, einfach sammeln 2, sammeln 3, sammeln 4, einfach damit ich sehe, dass du schon mal angefangen hast zu sammeln, damit ich weiß, ich muss die raussuchen, dass ich das zusammen tackern kann. Passt das nicht mehr seitlich daneben? Nee, durch den Ärmel. Ach so, meinst du das? Dann habe ich hier keinen Bruch. Hier habe ich ja die offene Kante. Deswegen kann ich das nicht so rumdrehen, dass ich hier meinen Körper habe und der Ärmel nach da geht. Das funktioniert nicht. Ohne Schultern würde ja nicht passen. Wenn du den Schnittmaß andersrum nehmen würdest, bei den Ärmeln ist das ohne eine Schulternaht, würde das ja nicht passen, wenn sie das Schnittmaß anders... Genau, das wäre dann auch noch was anderes. Genau, vielen Dank für die Links. Dann wisst ihr jetzt ja Bescheid. Sehr gut. So, also, das war dann jetzt soweit verständlich. Hier muss ich gleich gucken, dass ich es nicht so weit ausschneide, weil ich habe jetzt hier vorne dran und hier mache ich jetzt mal einmal eine Markierung, dass ich da lang schneide, um zack an meinen hinteren Halsverschnitt zu kommen. So. Gucken natürlich, dass es aufeinander liegt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie groß Falten drin habe. Und dann schneide ich jetzt diese Seite auch aus. Und hier sehe ich schon, dass ich das ein bisschen verzogen habe. Bei Ärmeln habe ich hier sowieso ja noch den Webrand dran. Also wenn das jetzt ein bisschen unterschiedlich ist, ist das überhaupt nicht schlimm, weil es sind sowieso mehr, wie ich dazu geben möchte. Und da kommt ja auch noch Bündchen dran, also da ist jetzt hier alles gut. Ich werde das dann gleich einfach nur begradigen. Perfekt. So, damit ich jetzt natürlich beide, vor allem die Schulter- und Seitennähte gleich habe, nehme ich jetzt dann natürlich mein Schnittteil, was ich jetzt schon ausgeschnitten habe und ich das doppelt geschnitten muss. So, hier habe ich jetzt dann, wo ich anfange, meinen Halsausschnitt und da, wo ich gleich hinkommen möchte. Deswegen kann ich jetzt hier einmal ausschneiden. Perfekt. Hier gucke ich einmal, dass ich alles gerade abschneide, damit ich alle gleich habe.
natürlich immer, wenn ihr jetzt ein Papierschnittmuster habt und ihr habt es genauso gemacht wie das Papierschnittmuster, dann müsst ihr es natürlich nicht so machen. Ne? Dann habt ihr Papierschnittmuster oder Folienschnittmuster, dann müsst ihr nicht dieses Teil hier nutzen, was ihr vorher ausgeschnitten habt. Aber hier habe ich jetzt auf jeden Fall noch gut was. Ich könnte daraus sogar mal gucken. Ich habe jetzt hier 2 Meter liegen, aber habe ja auch noch, weil ich für die Bauchtasche was haben möchte. Und für die Kapuze habe ich ja hier, aber das sind jetzt hier insgesamt, was ich hatte. Zentimeter? Mit, das sind glaube ich 1,5 Meter. Ich habe jetzt, also ich habe 2 Meter abgeschnitten und habe hier noch über, ja, über 1,5 Meter. Also ich für mich brauche nur 1,5 Meter. Ja. Aber wie gesagt, ich möchte ja eine Kapuze haben, das nimmt viel Stoff weg. Aber ich habe jetzt ja hier zum Beispiel noch, das reicht für mich, sogar noch hier bis zu den Seitennähten. Wenn ich jetzt ein engeres Top haben wollen würde aus dem Stoff, würde es auch noch reichen. Oder ich mache mir hier dann so eine Seitenstreife rein. Oder habe dann auch nochmal wieder was anderes, eine Loop-Mütze für alles. Aber ich nutze es für meine Kapuze. Dann habe ich nämlich den 1,5 Meter auch nochmal, habe auch nochmal Kombimöglichkeiten. Und so habe ich das einfach ein bisschen sparender gemacht. So, ja. Ich finde es toll, dass es mehrmals gezeigt und erklärt wird. Da verstehe ich es auch mal, dass ich auch mal dann ein Aha habe. Ihr macht das toll. Dankeschön, Rita. Das freut mich natürlich. Ja, genau, so ein Easy Piece ist einfach immer so ein, der geht einfach immer. Und deswegen ist es auch einfach ein schöner Start jetzt für den neuen Art, wie wir das mal den Design hier machen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Es wird ja jetzt nichts mehr zu gewinnen geben, aber die ganzen Sachen werden in einen Blog hochgeladen. Und wenn ihr dann eure Sachen zeigt, die ihr dann genäht habt, quasi auch Easy Peasies, die werden dann, wenn alles gut ist und alles, habt ihr dann die Chance, auch in den Blog bei Kaizu Online Kurse aufgenommen zu werden. Und dann werden eure Stücke präsentiert. Offiziell auf der Homepage Kaizu Online Kurse werdet ihr dann stolze Präsentanten sein. Das ist doch auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wie machst du die Kapuze jetzt? Na, das wollt ihr wissen, ne? Die mache ich aber noch nicht heute. Denn ich werde ja noch erstmal überlegen und gucken und euch über den Monat ja noch begleiten. Also, das mache ich nicht alles heute, weil sonst wäre es ja schon fertig. Nee. Das kann ich dann gerne mal gucken, dass ich da nochmal ein Live zu mache. Aber es gibt auch bei Kaizu Online-Kurse. Also entweder mache ich Fotos, das weiß ich nicht genau, je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe. Wir nähen das aber gleich hier noch eben. Bei Kaizu Online-Kurse gibt es aber auch einen Kurs mit Kapuze. Aufbaukurs Kapuze, Tube-Kragen, alles Mögliche. Und danach werde ich dann meine Kapuze kreieren. Wird auch ganz simpel, ganz einfach sein. Und ja, das mache ich, wie gesagt, nicht heute, denn im Laufe des Monats möchte ich euch ja auch noch immer wieder ein bisschen zeigen. Und deswegen stückele ich das jetzt so ein bisschen auf, quasi erstmal der Anfang und dann mein Weg, wie ich entscheide. Ich weiß es ja noch gar nicht, möchte ich jetzt wirklich eine Kapuze, vielleicht entscheide ich mich ja auch noch um. Glaube ich aber nicht im Moment. Dann möchte ich euch natürlich einmal mit dem Zwischenschritt mitnehmen und dann natürlich euch das fertige Kleidungsstück zeigen. Deswegen zeige ich euch heute noch nicht alles. DVD ist bestellt, bin schon auf Supercell gespannt, hat mit dem Sammeln geklappt. Sehr gut. So, sind bis dahin irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar? Kann ich euch noch irgendwas zeigen? Also Beate, wenn du dann weiterverfolgen möchtest, geh auf jeden Fall in die Kaizu Online Kurse Family Gruppe. Da wirst du dann das nochmal sehen können, wie ich das dann mache. Aber ihr wisst ja, wo ihr die Kurse findet. Ihr lieben Leute. Ich weiß gerade gar nicht, ob der sogar auch kostenlos ist, der Aufbaukurs Kapuze. Das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Ja, Rosemarie, vielen Dank. Genau da werdet ihr das sehen, wie die Kapuze funktioniert. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe das ja auch schon mit euch gemacht, aber es war im Souvent. Da habe ich ja diese Kapuze hier mit euch gemacht. Die. Bei dem Souvent habe ich dann den Hoodie hier mit euch gemacht und auch die Kapuze selber erstellt. Also, das funktioniert. Habe ich schon mit dem Kurs gemacht. So, also, keine Fragen mehr dazu. Dann würde ich euch jetzt einmal rübernehmen mit zur Nähmaschine.
So, so, so. Vorsichtig euch mitnehmen, nirgendwo drauf kommen. So. Brauchst du das Stativ auch? Nee, das, ich habe das andere Stativ da schon stehen. Aber Dankeschön. So, dann wandern wir hier mal rüber. Hoppala. So. Jetzt hier euch noch heile anklemmen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, machen wir erstmal so. Machst du die Tasche dann hinterher drauf? Genau, also normalerweise macht man die Tasche dann vorne vorher drauf, bevor ich die Seitennähte schließe. Ich weiß aber noch nicht, ob ich eine machen möchte. Deswegen habe ich mich einfach noch nicht entschieden. Und dadurch, dass er ja eigentlich dann auch weiter ist, kann ich das auch ohne Probleme eigentlich nachträglich drauf machen. Und ganz zur Not mache ich halt die Seitennaht nochmal unten, also hier dann auf, weil diese Tasche hier, die geht auch nicht bis zur Seitennaht, sondern wirklich nur bis hier vorne, so. Und die kann ich sonst auch immer noch später drauf machen oder ich trenne halt, wenn es wirklich jetzt mir zu frickelig ist, würde ich jetzt bis hierhin nochmal auftrennen. Das ist ja auch gar kein Problem. Und dass die Tasche aufnähen und dann die Seiten einfach wieder schließen. Aber ich weiß eben noch nicht, ob ich da eine hier so einen Kängurubeutel dran haben möchte. Das weiß ich einfach noch nicht. Und das ist halt so der Prozess, wie man manche Sachen einfach so ein bisschen entwickelt. Klar, manche hat man so eine genaue Vorstellung, was man haben möchte. Aber ich habe jetzt ganz bewusst wirklich einfach mal erstmal nur so drauf losgeschnitten und dann einmal anziehen und dann kann man noch überlegen und gucken, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Weil man muss ja nicht immer in jedem Hoodie immer einen Kängurubeutel dran haben. Muss man nicht, kann man natürlich. Aber ich möchte mir die Option einfach erstmal aufhalten und ich möchte euch einfach zeigen, dass es dann nichts Schlimmes, auch wenn ihr dann jetzt sagt, oh, erst wollte ich nicht und jetzt möchte ich aber doch. Ist gar kein Problem. Das ist noch nichts verloren dadurch. Solange ihr jetzt auch noch nicht die Säume und alles dran habt und irgendwas anderes abgeschnibbelt habt, ist das gar kein Problem. Ihr könnt dann immer noch irgendwas ändern. Ihr könnt dann immer noch hier Känguru-Tasche dran machen. Es ist nicht schlimm. Ihr könnt die Seitennähte wieder aufmachen. Wenn ihr euch dann erstmal gucken wollt, wie das überhaupt sitzt, gefällt es euch so. Deswegen ein Designprozess. Da möchte ich euch einfach so ein bisschen mitnehmen. Einfach fühlt das Kleidungsstück. Fühlt es, wie es sich anfühlt, was ihr daraus machen möchtet. Lasst es einfach mal ein bisschen treiben. Das machen ganz, ganz viele einfach ganz oft und ganz, ganz viele halt eben nicht so oft. Die haben dann eine ganz genaue Vorstellung, ist auch alles toll, alles gut, aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn man sich einfach mal so ein bisschen treiben lässt und einfach mal guckt, was das Kleidungsstück werden möchte. Und genau das möchte ich euch jetzt einfach so ein bisschen zeigen und ich hoffe, ich kann euch da so ein bisschen mitnehmen, dass es euch so ein bisschen motiviert, einfach mal wirklich mal das anzuziehen und es dann wirken zu lassen. Vielleicht möchte ich dann doch einfach nur einen schlichten Pulli haben. Weiß ich nicht. Das gucke ich mir dann einfach an, wenn ich das anhabe, wenn ich das mal öfters anhabe. Und dann werde ich einfach mal gucken und fühlen, was es denn werden möchte. Eine Tasche mit einem anderen braun einfarbig würde auch gut aussehen. Genau, das sind einfach alles Sachen, dann kann ich das mal an mich ranhalten. Ich kann mal gucken, möchte ich den gleichen Stoff, möchte ich den unifarbenen Stoff dazu? Was möchte ich eigentlich? Und das ist einfach so, das ist so dann ein Prozess, das sieht man, kann man sich nicht immer alles vorher so ganz genau vorstellen. Das ist so ein Prozess, wenn man dann einmal sowas anhat, man fühlt es und erstmal gucken, dass das Grobe fertig ist und dann kann man so mit in die Details gehen und ja, sich einfach mal so ein bisschen in das Design reinfühlen, ein bisschen sich treiben lassen und ja, einfach mal gucken, was es am Ende wird. Ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen klar machen, ein bisschen mitnehmen. So, also, ich werde jetzt, habe meistens eine Idee, was es werden soll und zum Schluss sieht es meistens, ja genau. Genau so ist es, ganz, ganz oft. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal, ja, ich habe eine grobe Idee, aber noch keine feste. Jetzt gucken wir einfach mal, was es dann werden möchte. Ja, wenn man immer so wüsste, was man denn möchte. Ja, genau, das ist einfach. Und deswegen
habe ich jetzt einfach wirklich mal gar keine genaue Vorstellung, außer dass es eventuell mit einer Kapuze cool aussehen möchte. Aber das gucke ich mir dann auch einfach an. Ich ziehe den Pullover, mein Easy Peasy Hoodie an, lege mir Stoff auf den Kopf und gucke einfach mal, wie das dann aussieht. Oder halt lege ich mir dann einen Streifen auf und gucke einfach mal, wie das aussehen könnte mit Kapuze. Gefällt mir es, ja oder nein? So werde ich das einfach machen. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall euch da mal mitnehmen, ob das jetzt live ist oder mit Fotos, das muss ich noch gucken. Aber ihr werdet es noch ein bisschen weiter verfolgen können. Jetzt nehmen wir das aber eben erstmal zusammen. Und ich nutze hier natürlich meine Overlock dazu. Auf Tastensperre hier gekommen. Aber ist ja nichts unterbrochen. Alles gut. Genau, also ich mache das sowieso immer so, dass ich einmal meinen Stoff habe. Ich habe ja hier die ganzen Stoffreste. Und einmal eine Probenaht machen. Ja, das sieht doch alles gut aus. Perfekt. So, dann werde ich jetzt natürlich meine Schulter- und Seitennähte schließen. Rechts auf rechts. Genau, ich habe auch nicht so schnell eine Idee. Das muss Klick machen, um eine Idee zu haben. Das ist aber auch immer ganz oft so. Dadurch, dass ihr ja auch eure Ideen postet, ist das auch immer sehr hilfreich für alle anderen Ideen zu finden. Weil ihr habt wirklich, wirklich tolle Ideen. Und wenn ihr sie postet, inspiriert ihr damit ganz, ganz viele andere. Und deswegen sage ich ganz, ganz oft, teilt und postet eure Sachen. Ich bin ja ein Profi in Abschneiden, geht immer. Und dann hab ich den Punkt, wo ich stückweise dann doch zu viel abgeschneiden. Ja, zu viel abschneiden ist dann natürlich auch nicht so gut. So, also wenn ich Schulter- und Seitennähte schließe, mache ich das eigentlich immer vom Hals bis in den Arm runter. Oder halt, wenn ich jetzt hier anfange, darunter, weil wenn ich jetzt irgendwo in der Länge irgendwas abschneiden muss, ist es was anderes, als wenn ich jetzt bei einer Armkugel zum Beispiel irgendwas abschneiden müsste. So, ich stecke mir das jetzt einmal ein bisschen fest. Komm her. So, ist es bei euch auch immer noch so kalt? Also zwischendurch denkt man, es wird immer richtig schön warm. Heute dachte ich wieder, es wird wieder so kalt. Deswegen freue ich mich dann auch, dass der Pullover diesen Monat fertig wird. Weil das ist ja immer so eine Sache hier gerade bei mir, dass die Sachen ja meistens immer angefangen sind, aber keine Zeit habe, sie fertig zu nähen. Habt ihr denn auch schon eure Wunschliste gefüllt für den Super Sale am Wochenende, dass ihr da keine Panik haben müsst? Also Wunschliste ist einfach nur quasi wie Lesezeichen, welche Stoffe ihr gerne haben möchtet, damit ihr da nicht wieder unseren Shop durchsuchen müsst. Müsst ihr angemeldet sein und dann könnt ihr von dem Warenkorb, von der Wunschliste eure Stoffe in den Warenkorb legen. Wichtig ist, sammelt es nicht im Warenkorb. Denn erstens wird das da sowieso gelöscht nach einer Zeit und zweitens werden auch die Preise da nicht umgestellt. Wenn ihr eure Wunschliste gefüllt habt, dann werden da die Preise auch umgestellt. Vielleicht müsst ihr nochmal aktualisieren, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und was wollte ich gerade sagen? Ach so, doch, das wollte ich noch sagen. Von 23 Uhr bis 24 Uhr, also die letzte Stunde vorm Super Sale, ist der Shop nicht zu erreichen. Denn da stellt sich
oder stellt der Server die ganzen Preise um. Es war ja ganz lange so, dass, oder ganz oft so, dass wir, wo wir es noch nicht hatten, ihr natürlich alle auf unserer Homepage wart. Aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Habe ich auch gemacht. Bis dann die Preise endlich umgestellt waren. Aber der Server musste dann mit eurem Andrang zurechtkommen und gleichzeitig die Preise umstellen. Dann fing das an, dass die ersten umgestellt waren, aber noch nicht alle, weil das geht ja erst nach und nach. Und ihr habt aber ja auch schon fleißig bestellt. Also das war einfach viel zu viel für den Server. Dann ist er dann einfach mal so einmal ein bisschen flöten gegangen. Und das umgehen wir damit, indem wir halt jetzt, wie gesagt, die eine Stunde vorher den Server dicht machen quasi, die Homepage dicht machen. Dann läuft dann ein super schöner Countdown runter, bis es dann losgeht. Und da könnt ihr dann schließlich zugreifen. Das müsst ihr wissen, dass ihr vorher fertig seid. Also Freitag, von der Nacht von Freitag auf Samstag ist es dann. Du hustest ja immer noch, ja, das ist immer noch nicht ganz weg. Bei uns im Tal regnet es, Sonne, ja, hier kommt gerade die Sonne auch raus. Immer in meiner Wunschliste ist viel zu viel drin. Ja, das kenne ich auch. So, dann einmal noch die andere Seite. Also ich stecke jetzt hier einfach mal alle Seiten direkt fest. Damit wir da gleich aber so lang rattern können. Habt ihr denn auch schon mitbekommen? Also gestern hatte ich euch das schon erzählt, dass es sich lohnen wird, am Sonntag bei unseren Stoffshows dabei zu sein, also live dabei zu sein. Denn am Anfang der jeder Live-Show werde ich euch einen Stoff zeigen, der nur während ich live bin reduziert ist. Zu einem super Preis, also wirklich, wirklich nur während ich live bin. Am Anfang, wenn ich anfange, stelle ich ihn runter, den Preis. Und sobald ich fertig bin, stelle ich ihn auch wieder hoch. Und ich habe ja auch schon die Frage und Anregung bekommen, dass es so ist, dass es ja schade ist, wenn man halt aus dem Live rausgehen muss. Aber wir haben es bewusst so gemacht. Erstmal haben ganz, ganz viele von euch, Susanne zum Beispiel, hat zwei Bildschirme ständig an. Die guckt uns mit zwei. Oder ihr habt Handy plus Tablet plus anderes Handy plus PC plus Laptop, keine Ahnung was. Und dann die Möglichkeit, oder man geht halt kurz aus dem Live raus. Ihr verpasst nicht die Welt. Ihr könnt es immer wieder nachgucken. Und bestellt es dann. Es ist ja auch dann quasi nur ein Stoff, den ihr bestellt muss während der Live-Show. Und ich kann nicht eine Stunde danach das einfach laufen lassen, weil wir ja gar keine Stunde Pause hätten. Und zum nächsten Live gibt es ja schon wieder das nächste. Ne? Und deswegen ist es einfach, haben wir das so gemacht. Hat der Stoff auf der Rückseite so ein Fell wie der Stoff mit den kleinen Balletttänzerinnen? Ja, genau, der ist angeraut. Hier, da kannst du es ganz gut erkennen, oder? Hier, dass er so flauschig ist, angeraut. Die Balletttänzerinnen sind auch so. Die Susanne, ne? So, ich habe jetzt hier alles geschlossen, also hier geklammert. Dann wandern wir jetzt rüber zur Ovi. Und dann werde ich das jetzt einfach mal alles zusammennähen. Sehe ich auf jeden Fall, dass ich ein bisschen bei meinem vorderen Halsausschnitt eine kleine Delle drin habe, aber das ist völlig egal, das kann ich ja immer noch weiter ausschneiden. Natürlich gucken, dass die Kanten aufeinander liegen. Also ich rede jetzt bewusst nicht viel, wenn ich Entschuldigung, während ich hier nähe, weil ich nicht weiß, ob ihr mich überhaupt verstehen würdet.
mache jetzt erstmal hier die Schulternähte. Aber es ist egal, ihr müsst nicht erst die Schulternähte machen, das ist eigentlich völlig egal. Ist auch schön flauschig, wenn man dann hier so jetzt näht, fühlt man das ja schon. Ach Gott. Sehr schön. Ich habe so ein bisschen Hustenreiz hier. So, da kann ich direkt weitermachen mit den Seitennähten. Mal gucken. Ist die Overlock für Linkshänder? Nein, das ist eine ganz normale für Rechtshänder, aber dadurch, dass ich ja hier die Frontkamera habe, also die Selfie-Kamera, ist das alles gespiegelt und deswegen sieht die einfach andersrum aus. Weil sonst würde ich die Kommentare nicht lesen können. Nee, ist nur Spiegelfleck, genau. Ja, manchmal, wenn man versucht zu unterdrücken, den Husten, dann wird das ja auch noch mal schlimmer. Eigentlich war der immer schon ganz gut, aber jetzt, ich rede in letzter Zeit ja auch nicht so viel. Ich rede heute wieder ein bisschen mehr. Natürlich immer schön gucken, dass es auch aufeinander liegt. Jetzt noch die andere Seitennaht und dann ist es auch schon fertig zum Anziehen. Ist doch immer wieder aufregend, wenn man so die Nähte, jede Naht, die man schließt, kommt man ja ein Stück näher, dass man es anziehen kann. Und jedes Mal ist man wieder ein bisschen aufgeregt.
lutscht mal ganz lang so ein Gummibärchen. Also, oh, ich mag keine Gummibärchen. Also, nee, dann habe ich lieber Husten. Oder nimm irgendwas anderes. Das Spiegelverkehrte könnte Sandra im Handy unter Einstellung umkehren. Das ist aber, ja, könnte ich, aber es ist dann, ich habe, oder auch Svenja, wir haben uns so dran gewöhnt, wenn wir was zeigen, dass es so ist, ne, so wie jetzt, dass wir euch das dann zeigen, aber das ist dann so komisch. Jetzt habe ich bestellt und vergessen, sammeln einzurücken. Soll ich dir eine Mail schreiben? Schreib mir, ja, doch, ich habe eigentlich eine Mail so weit durch, kannst mir eine E-Mail schreiben mit der Bestellnummer, wo ich das dann eintrage. Da ist dann einfach immer, im Moment bin ich ganz schnell mit dem Ausdrucken, also müsstet ihr dann auch wirklich ganz schnell sein, wenn ihr das vergessen habt und mir dann schreibt. So, ich schmeiße das jetzt eben einmal über und dann gucken wir uns mal eben das an. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auf jeden Fall schon mal, könnt ihr auch schon mal die stellen, dann gucke ich da gleich einmal durch. So. Den nach hinten euch ein bisschen hochholen. Na, so. Ist doch kein Problem, wir können doch umdenken, genau. Hat der Stoff auch was Braunes oder eher Grau? Der Hintergrund ist grau und die Flecken sind braun. So, also, ihr seht, ich habe hier auf jeden Fall noch deutlich Platz, wenn ich das jetzt enger haben möchte, aber ich möchte es auch schön locker haben. Auch hier könnte ich immer noch was wegnehmen, weil so seht ihr hier, ne, diese Kurve hier, die kann ich auf jeden Fall noch wegnehmen. Frage, warum siehst du heute so gut aus? Du hast eine schöne Farbe im Gesicht, Schnecke. Dankeschön. Was ist das für ein Motiv auf dem Stoff hinter dir? Sieht toll aus. Welcher Stoff hinter mir? Meinst du, das ist einfach nur ein abgedeckter Abdeckungsstoff hier, ein Probestoff, den wir haben? Oh toll, das passt zu deiner Haarfarbe. Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes von den Farben her. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier noch weiter ausschneiden kann. Auf jeden Fall bis hier. Hier die Breite, die ist gut. Da werde ich jetzt nichts weiter machen. Hinten geht eigentlich auch. Und ich habe hier auf jeden Fall auch genug Platz, noch was zu machen. Ich setze hier noch ein Bündchen dran. Das ist wirklich ein schön lockerer Pulli. Mich stört das hier überhaupt. Das ist jetzt so der Unterschied natürlich vom Easy Peasy zu einem Grundschnitt, was mehr in Maßanfertigung geht. Da hat man dann ja hier eine Armkurve. Hier habe ich das jetzt schön locker. Dann habe ich halt diese Falten hier. Das ist beim Easy Peasy so. Ich kann das noch ein bisschen verringern, indem ich wirklich hier diese Kurve noch ein bisschen eckiger mache. Dann habe ich hier noch ein bisschen Stoff weggenommen. Das gucke ich aber mal. Von der Länge ist es gut. Aber ich finde es halt auch schön locker. Ich kann dann gucken, wenn ich dann ein engeres Bündchen mache, dann ist das hier noch so ein bisschen geschoppt. Dann ist das hier noch ein bisschen mehr so. Dann kann ich das quasi hochziehen. Dann ist das so, staucht sich das mehr. Und jetzt bunte Bündchen. Türkis. Du haust aber gleich rein hier, Kerstin. Ja, also das sind so Sachen. Deswegen, jetzt kann ich gucken. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Pullover, ne? Ist ja jetzt hier, wenn ich jetzt hier so ein Bündchen in Blau dran mache. Jetzt kann ich gucken, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich jetzt eine Kapuze? Möchte ich eine Bauchtasche? Möchte ich irgendwas anderes haben? Möchte ich einfach nur säumen? Möchte ich Bündchen haben? Was möchte ich denn jetzt eigentlich? Das ist das, was ich jetzt gucken kann. Das, ja, ich kenne dich doch, genau. Also ich kann dann auch gucken, möchte ich jetzt vielleicht doch einfach hier nur einen Rundhalsausschnitt oben mit Bündchen dran, dunkleres Petrol. Ja, das kann man jetzt alles gucken, einfach mal testen, einfach mal ausprobieren. Und das ist halt, klar, man kann das schon mal grob vorweg sortieren und so, aber so das Endgültige sieht man meistens immer erst, wenn man es einmal anhat. Und ich kann jetzt hier dann genauso, ist ja weit genug, ich kann hier locker noch eine Bauchtasche dran machen. Komme ich überall noch ran.
Ich kann mich jetzt noch in jede Richtung entscheiden. Ich kann es enger machen. Weiter ist es natürlich schlecht, es sei denn, ich nähe irgendwo noch einen Streifen rein. Aber ich kann dann gucken, mit welcher Farbe möchte ich kombinieren. Möchte ich mit einer anderen Farbe kombinieren oder nutze ich den Stoff noch? Möchte ich, ich kann mir Stoff ranhalten, um zu gucken, möchte ich einen Tube-Kragen, möchte ich eine Kapuze? Möchte ich einfach, was möchte ich eigentlich? Das kann ich jetzt immer super gut gucken und jetzt kann ich mich so richtig schön treiben lassen. Ich mache das dann auch gerne so, ich lasse das dann an. Dann laufe ich immer mal am Spiegel vorbei. Okay, und könnte mir das vorstellen. Dann gehe ich wieder weiter. Komm dann wieder am Spiegel vorbei. Und dann kann man gucken, ja, oder möchte ich das doch so? So, möchte ich dann doch noch irgendwie was anderes? Also, macht das einfach mal. Nehmt wirklich mal bewusst ein Kleidungsstück, wo ihr euch einfach mal treiben lasst. Ich hoffe, ich konnte euch dazu motivieren. Kerstin, hast du mein E-Mail bekommen? Okay. Türkis sieht toll aus, schick geworden, braune Bündchen und die Tasche auch braun einfassen. Genau, das ist auch eine super Idee. Da sind sie wieder, die drei Fragen. Sieht schon gut aus. Jedes Bündchen in einer anderen Farbe. Oh, gut. Steht dir sehr gut. Ich mag ja auch immer gerne Leo. Das stimmt. Goldenes Bündchen ist schon elegant. Jetzt schaffe ich es auch live. Wahrscheinlich gleich. Ja, das stimmt, Gelind. Supi, der Halsausschnitt sieht gut aus. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall noch weitermachen, weil mich stört es dann. Mir ist es zu eng. Ich habe immer hier so diese Knochenpartie. Das ist immer bei mir so, wo es am Ende enden soll. Natürlich, wenn ich jetzt hier noch umnähen würde, wäre es auch nochmal was anderes. Ne? Aber das müsst ihr natürlich auch bedenken. Oder ihr malt einfach mal euch verschiedene Ausschnitte an und guckt dann, wie ihr dann spiegelt. Und dann guckt ihr mal danach. Jetzt auf Ideen warten. Genau. Ich war unterwegs, mehr jetzt erst so ab 14.30 Uhr. Genau. Super. Also, ich hoffe, ich konnte euch erstmal unseren neuen Stoff des Monats näher bringen, dass ihr das uns alles leer shoppt. Und aber ganz wichtig auch Easy Peasy nochmal erklären, dass ihr jetzt ganz viele Easy Peasys näht und das in der Kalt zu Online-Kurse Family hochladet zum Design-Nähen-Monats-Motto. Und ich glaube, da machen wir auch wieder ein Album, glaube ich, fertig. Haben wir gar nicht weiter drüber gesprochen, ob wir da auch wieder ein Album fertig machen. Kerstin. Genau. Und also, wie gesagt, ich konnte euch das nochmal zeigen mit dem Easy Peasy, dass ihr euch da rantraut, wie einfach das wirklich ist. Und ja, euch ein bisschen motivieren, dass ihr euch wirklich einfach mal treiben lassen und wirklich einfach mal eure eigene Design-Ideen einfach mal auf euch zukommen lassen könnt. Sei dein eigener Modedesigner. Ist nicht immer nur alles schon vorweg geplant, sondern einfach auch mal treiben lassen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich euch da ein bisschen mitnehmen kann, ein bisschen motivieren kann, weil es kann ja nichts passieren. Es geht nichts dadurch kaputt oder was weiß ich. Ihr könnt das machen. Ich kann jederzeit immer wieder alle Nähte aufmachen. Macht es einfach. Traut euch. Macht es einfach. Macht es! Was ist ein Easy-Peasy-Schnitt? Das ist ein Easy-Peasy-Schnitt. Kostenlos von Teilze Online-Kurse. Ich werde gleich auch nochmal den Link oben in der Videobeschreibung hinzufügen. Den habe ich vergessen gehabt am Anfang. Genau, es kommt als Blog. Aber wo, wenn hier unsere Kunden das auch nehmen, wo laden die denn? Einfach, müssen die irgendwas machen? Damit sie Chance haben, auch in den Blog zu kommen. Oder schreibst du sie dann an? Das können wir nochmal genauer erklären. Zu dem Stoff des Monats mit dem blauen kleinen Blümchen. Welches Bündchen im Blau passt da? Rosi, magst du mal gucken? Da ist doch dieser eine blaue Stoff mit dem Blümchen. Mit den Blumen. Ob wir da ein passendes Bündchen zu haben? Dann quatsche ich euch einfach so lange noch zu. Bis Rosi geguckt hat. Dann nehme ich euch da gleich sonst hin. Upsala. Ja, ich glaube, möchtest du mit dem Hintergrund, Rosemarie, oder möchtest du mit den Dunkelblumen? Ich mag Easy Peasy sehr. Mittlerweile nähe ich sie öfters als nach einem gut angepassten Schnitt. Ja, ich nähe auch ganz oft Easy Peasy. Wenn wir das Schönes sehen, fragen wir, ob wir das nehmen dürfen oder gleich mit in den Post schreiben. Perfekt. Dann wisst ihr Bescheid. Die dunklen Blumen. Ja, sonst kannst du gleich auf den Tisch legen und ich komme da gleich hin. Genau, also ihr könnt gerne bei Katze Online Kurse Family dann posten eure Easy Peasy Designs. Da hinten. Ja, und
Ach, dann werden wir euch dann als Kerstin ansprechen, Angela ansprechen und dann habt ihr auch Chance, in den Blog zu kommen. Welcher Stoff ist der Stoff des Monats? Der Sweatshirt-Stoff. Den habe ich ganz am Anfang hier auch nochmal vorgestellt und gezeigt. Sweatshirt-Stoffe, einfach oben ist auch schon der Link in der Videobeschreibung. Seit heute Sweatshirt-Stoffe bedruckt. So, dann gehen wir mal eben kurz rüber. Sie haben ja so viele Farben. Macht nichts, ich habe mich noch drauf. Es wäre eh hilfreich, zu den Stoffen passende Bündchen zu zeigen, auch wenn es am Bildschirm oft nicht einfach ist. Der ist angeraut. Ja, die sind alle plüschig. Guck, Elke, guck, ganz am Anfang vom Video habe ich schon mal welche gezeigt und die sind alle gleich. Welches Bündchen ich für mein Shirt nehme, weiß ich noch nicht. Es ist immer schwierig, zu allen Stoffen die passenden Bündchen zu zeigen, weil das natürlich auch immer ein bisschen schwieriger ist. Aber gerade auch so bei den Stoffschuhs, jetzt hier ging es ja auch wirklich mehr um das Nähen. Wenn wir die Stoffschuhs machen, können wir natürlich auch gucken mit den Bündchen. Da könnt ihr aber natürlich immer gerne sagen, so wie jetzt, welches ihr sehen wollt. So. Also, jetzt haben wir hier einmal das Blau. Haben wir, hoppala, zu den Blüten hier, das passt ganz gut. Das ist die 1702, sind die Bündchen mit 152. Habt ihr goldene Bündchen? Nee, goldene haben wir nicht. Nee. Dann haben wir hier erst einmal die 150, das ist dunkler. Da seht ihr die Farbe, 150. Und dazu sage ich gleich was, Gerlind. So, dann haben wir hier jetzt etwas, was mehr so für den Hintergrund passt. Das ist die 158, also 1702 minus 158. Oder hier noch so ein bisschen so ein Mittelding wäre die 1508. 1702, 1508. Danke, ich habe leider den Anfang verpasst. Sorry, aber du siehst echt toll aus. Dankeschön, Elke. Die Designnäherin für uns Stoffjunkies habe ich noch nicht vollends ausgewählt. Ich habe schon eine Vorauswahl getroffen. Es waren ganz viele tolle Bewerbungen dabei. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal gucken, auch nochmal mit Meran drüber gucken, dass er auch nochmal mitentscheiden kann, welche wir dann jetzt wirklich auswählen. Also ich habe eure ganzen E-Mails schon durchgeguckt. Grob ist schon mal vorsortiert und da werde ich auf jeden Fall dann mit mehreren nochmal drüber gucken und euch dann Bescheid sagen. Stoff des Monats im Shop, sind das die 15 Stoffe oder noch mehr? Die, die ihr da findet. Da ist dann, sobald es ausverkauft ist, ist der dann weg. Nur, es wird nichts mehr nachbestellt, nur die, die ihr da findet unter Stoff des Monats. Bitteschön, Rosemarie. Genau, dankeschön, Anja. Sehr, sehr, sehr lieb. Genau, so. Ich hoffe, ihr seid jetzt motiviert, weiterzunehmen, was zu machen. Ihr habt jetzt Easy Peasy Schnitt kennengelernt. Das werde ich gleich eben den Link oben noch reinsetzen. Also wenn ihr später nochmal guckt, einfach oben in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Link von dem Stoff des Monats drin und der Link gleich zu dem Easy Peasy. Und ja, dann hoffe ich auch von euch ganz viele Easy Peasys zu sehen. Und ich nehme euch natürlich dann mit oder im Laufe des Monats kommt in die Kaizu Online-Kurse Family-Gruppe. Da werdet ihr dann immer mal sehen, werde ich euch Bescheid sagen. Oder ich werde einfach wahrscheinlich auch gucken, dass ich das hier wieder über unsere Stoffjunkie-Seite mache. Werde ich aber mal gucken. Ist doch nicht hundertprozentig festgelegt. Aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Wenn ihr nicht so durch die Gruppen geht. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich bei euch. Mitternacht waren noch 31 Stoffe des Monats vorrätig. Ja, das waren ja auch bei einigen Stoffen nicht mehr viele Meter da. Vor allem auch bei manchen Farben nicht. Und ihr habt ja auch schon fleißig bestellt heute. Das heißt, wenn da wirklich was bei ist, was ihr unbedingt haben wollt und ihr seht, da ist nicht mehr viel da, bestellt ihn jetzt. Weil sonst ist er weg. Zum Super Sale wird es nicht weiter reduziert. Ihr könnt ihn jetzt sammeln, dann wird es mit eurer Super Sale Bestellung abgeschickt. Ihr findet bei uns auf unserer Seite, ganz oben ist es angepinnt, wie ihr sammelt. Also auf unserer Facebook-Seite ist es angezeigt, wie ihr sammelt. Und ja, wenn weg ist, ist weg.
Also schnell auf unserem Shop und nochmal gucken, welche da sind. Habe ich ja auch gemacht. Ja, ne? Hat Rosi auch gemacht. Die hat auch extra hier nochmal ganz schnell geshoppt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr jetzt hier fleißig dabei wart. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich drauf, dass dieser Pulli diesen Monat fertig wird. Tada! Manchmal muss man ja so ein bisschen Druck haben, ne? So, ich danke euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Morgen sehen wir uns nicht, aber Sonntag sehen wir uns um 10, 12 und um 14 Uhr bei den Stoffshows. Denkt dran, es gibt ein super Special Mega-Angebot nur während der Live-Shows. Also seid dabei. Um 10 Uhr zeige ich euch den Spezialangebot, den es die 48 Stunden während des Sales gibt. Dann nähe ich auch mit euch was daraus. Und um 12 Uhr zeige ich euch Beknit. Und um 14 Uhr gibt es dann Stoffwünsche. Und da könnt ihr mir natürlich gerne dann Artikelnummer schreiben an Stoffjunkies Facebook-Seite am allerbesten, weil da sehe ich das schneller als anstatt in den E-Mails, weil da ist ganz viel Spam und alles andere. Eine Nachricht an Stoffjunkies schicken mit der Artikelnummer und dann zeige ich sie euch dann gerne Sonntag um 14 Uhr. Und jeweils am Anfang von den Stoffshows zeige ich euch dann, welchen Stoff es während des Lives im Angebot gibt. Und es könnte sich sehr gut lohnen. Also seid dabei, wir sehen uns Sonntag. Shoppt unsere Regale leer. Bis dann. Tschüss.